Alles klar und hallo zur neuen Folge The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir sind wieder in der Kämpferliste, diesmal ein Schroll. Wir reden Wie jetzt geht mit. es euch? Mir geht es gut. Wir reden jetzt mit Kurt Grobarus und hoffen, einen neuen Auftrag zu erhalten. Bitte, fahrt fort. Okay, du kannst mir keinen neuen Auftrag geben, aber du Wiedersehen. vielleicht. Seid gegrüßt. Ich Richtig. sehe schon, ihr kümmert euch um Arbeit. Das ist ja ganz toll. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr einige Verpflichtungen für eure Gilde übernehmt. Ach so, ja, ich sollte ja auch mit Danton reden. Pflichten. Ich hab Pflichten? Na ja, gut. Welche Pflichten habe ich denn? Wir sind eine Bruderschaft, eine Familie. Was einen von uns betrifft, betrifft uns alle. Kämpfen, Trunkenheit, Vernachlässigung von Verpflichtungen werden nicht toleriert. Ich will, dass ihr mit Modrin Oren sprecht. Er wird euch Aufgaben zuteilen, die gerade anhängig sind. Viel Glück. Okay, sonst noch? Für den Moment wird sich Modrin Oren um eure Aufgaben. Okay, alles klar. Schönen Tag. So viel habe ich jetzt an. Hallo, Wächter. Das sind die Korallenkämpfer. Wo geht's hier hin? Wow. Oh. Oh. Und das sieht interessant. Vier Schaden habe ich aber auch schon. Und sind die Dinger immer so schwer? Okay, hier gibt's nichts Interessantes. Ein bisschen Gold habe ich hier gefunden. Aber Gruß euch! gruß Dieser mich. Honditar scheint die Gegend hier gut zu kennen. Habt ihr jüngst mit ihm gesprochen? Bereit für den Einsatz? Nein! Ja, ich bin bereit für den Einsatz, aber ich muss erstmal. Ich habe aber gehört, dass er sich hier gut auskennt. Okay. Was wünscht ihr? Ich schätze, ihr sucht eine Aufgabe, Ja, das stimmt, aber eigentlich habe ich Pflichten zu erledigen. Es gibt Arbeit. Schön, ich werde langsam sprechen, damit ihr mitkommt. Also, ich möchte, dass ihr mit Maglir Kontakt aufnehmt. Das ist ja schön. Und wer ist dieser Maglier? Er ist ein Bruder der Kämpfergilde, aber er hat einen Auftrag nicht ausgeführt. Das können wir nicht zulassen. Da sehen wir alle schlecht aus. Wow, wow, wow. Mach mal langsam. Das habe ich nicht verstanden. Erzähl mir das nochmal. Er ist ein Bruder der Kämpfergilde. Nein, ist gut. Ist schon okay. Gibt es Neues aus den anderen? Was wünscht ihr? Unerfüllter Auftrag. Ach, hier unten, okay. Er hat einen Auftrag in Skingrad nicht zu Ende gebracht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Er ist unerfahren, so wie ihr. Geht und findet heraus, was mit ihm los ist. So, okay, was mit Maglir? Ja, Maglir. Findet ihn. Findet heraus, weshalb er nichts getan hat. Ich schwöre, dass ich schon Dinge unter meinen Stiefeln gefunden habe, die schlauer waren als ihr. Du, wie ist er lustig? Zitate von Bewegt Zauberern euch. hätten einen Boykott von Darfst du kaiserlichen mitnehmen? Waren ins Land der Altmer angeführt. Die Altmer haben mächtige Okay. Zauberer. Ja, die Altmer haben richtige Zauberer. Das ist durchaus korrekt. Wo müssen wir jetzt hin? Skingrad. Auf jeden Fall gehen wir mal zum Westtor. Jetzt können wir da auch mal reingucken. Habe ich gesagt, da war ich noch nicht. Und mir gefällt diese westliche. Alter. Diese westliche Gegend gefällt mir echt. Was ist denn hier an der Ecke? Hammerfell. Ich hoffe. Alter, das wäre cool. Skyrim gibt es noch. Was ist hier unten? Valenwood. Elsweyr. Da ist Morrowind. Ich hoffe echt, dass ein Elder Scrolls 6 kommt, hier in den Wellen wird. Oder hier Hammerfell. Nochmal. Das war ja die alten, aber ich denke mal, viele vor Morrowind haben nicht wirklich irgendwas gespielt. Das war auch nicht so bekannt. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Hammerfell oder Hammerfall. Hammerfell. Egal, Valenwood wäre auf jeden Fall cool. Provinz auf Cyrodiil. Ja, das muss ich sagen. Ja, die gute Spartanmarschen. Denke ich mal nicht, dass da was kommt. Aber es ist cool. Ich mag diese westlichen Gegend hier. Denk mal, da unten ist die genauso cool.
Alter, hier. Gruß euch. Brotrüstung. Herberge zur Westebene. Ich habe hier so. Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht. Hallo? Was? Was geht denn bei dir? Hey! Ach, jetzt heilst du dich wieder. Und jetzt, Falter. Hey! Ihr seid. Ja. Hey! Ich hab ja schon gegen Schlamm. Sehr schön. Wow. Stahl-Kurzschwert. Was hat meine momentane Waffe? Schaden 5. Okay, oh Mann. Du bist ein Zwerg. Was gibt es, Bruder? Sie haben dich geschickt, mich zu finden. Korrekt. Das ist korrekt. Sag mir was über dich, Maglier. Ich bin Maglier. Was wünscht ihr? Wow. Du hast mir gerade erzählt, dass du Maglier bist. Okay. Erzähl mir was über Korol. Ich hoffe, die Wachen können die Daedra zurückhalten. Aber wenn man bedenkt, was aus Quatsch geworden ist, ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Oh nein. Ich habe eigentlich keine Lust auf so ein Oblivion-Tor. Und glaube ich in der letzten Folge schon gesehen. Ich hätte zu einem hingehen können, aber nein. Skingrad. Wir sind als nächstes dran. Da bin ich mir sicher. Erst Quatsch und nun Skingrad. Die Daedra hören erst auf, wenn wir alle tot sind. Ja, mach mal ruhig hier, ne? Aber erstmal kümmern wir uns um den nicht erfüllten Auftrag, ne? Nicht erfüllt? Ich schätze schon. Für diese Aufgabe werde ich nicht gut genug bezahlt. Ich sollte das Tagebuch von Brennus Astis suchen. Okay, was ist das für ein blödes Tagebuch? Das war meine Aufgabe. Sie sagen, das war in der Fallfelshöhle. Seid ihr jemals dort drin gewesen? Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Ich gehe nicht zurück. Nicht für so wenig Geld. Wenn es euch so viel bedeutet, geht los und sucht selbst. Das ist euer Auftrag. Das ist das Geld nicht wert, was die Kämpfergilde euch zahlt. Ich muss an meine Familie denken. Okay. Was auch immer. Die hat nichts mehr dabei. Ich würde... Verdammt, ich kann hier nicht einfach schlafen, richtig? Willkommen in der Herberge. Ja, ist gut, aber was kostet das Bett? Ich habe eine Herberge. 20 Goldstücke, nein, ganz danke. Da gehe ich lieber irgendwo in die Kämpfergilde, wenn es hier eine gibt. Leg mich da aufs Ohr, mach den Level up. Hab Mitleid, nur eine... Ich spare, um mir die... Okay, und du kaufst dir wahrscheinlich jetzt gleich... Vielen Dank, mein Herr. Sehr schön, ich gehe dann mal, ne? Möge Stendar euch segnen. Denn da, ich habe keine Ahnung, wer das Kann ich euch irgendwie helfen? Dienste. Was? Gilden. Die Gilden liegen innerhalb der Nord... Innerhalb der Nordmauer im Westen. Lebt. Okay. Wohl. Ja. Ich habe nicht das Geringste gesagt. Gut, ich brauche einen Schlafplatz. Schlafplatz. Die sind alle etwas anders aufgebaut, das finde ich ganz cool. Eine Stunde reicht. Ich denke mal, Schnelligkeit, Akrobatik, Konstitution. Das ist eine gute Frage. Wiederherstellen komme ich nicht so viel. Konstitution nehme ich auf jeden Fall mal mit. Stärke auch und ich denke mal, ich werde diesmal auf Charisma gehen. Einfach mal um die Wortgewandtheit mitzubekommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig, falsch, komplett falsch, gut, intelligent, skille, keine Ahnung. Egal. Da ist die Fallfelshöhle. Da geht's raus. Alles klar. Dann kümmern wir uns jetzt um die Fallfelshöhle. Ich denke mal, wir werden da irgendwelche... Ich habe schon wieder was im Hals. Sehr schön. Irgendwelche komischen... war das mein Pferd? Ja, das war mein Pferd. Was gibt's? Hallo. Danke. Wahrscheinlich wieder diese komischen Anhänger der mystischen Morgenröte, die mir ja schon langsam ziemlich auf die Nerven gehen.
Aber uns bleibt ja nichts anderes übrig. Aber wir holen uns auf jeden Fall den Auftrag. Und dann wollen wir mal gucken. Dann zeigen wir nämlich diesen komischen Typen, der mich ganz normal reden kann. Aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Dann sind wir da und dann denkt er, das hätte ich ja niemals geschafft, du bist so gut. Und dann kann ich sagen, Pharaohs Falkenschild regelt das. Das muss man bedenken. Pharaohs Falkenschild regelt das. Was ist das? Schnell speichern. Ach, der macht ja gar keinen Schaden. Das ist ja lustig. Koboldgallo. Die ist viel wert. Ich nehme sie mal mit. Wo ist hier noch was? Oder? Ich habe gerade von rechts was gehört. Die ist auf YouTube ein bisschen blöd, aber per Kopfhörer hört man das auf jeden Fall. Erdbeerstrauch. Ich finde nichts Nützliches. Nichts Nützliches. Oh, Ernte-Trollkirche. Okay. Oblivion-Tor. Ernsthaft? Ich hoffe, das ist das. Athletik hat sich wieder verbessert. Das ist natürlich sehr schön. Ich glaube, ich bin voll an der Höhle vorbeigerannt. Oh nö, das ist wirklich noch ein Tor. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall mal gucken in der nächsten Folge mal rein. Vielleicht auch erst im übernächsten. Wir gehen jetzt erstmal hier durch. Durch die Fallfelshöhle. Finden eine Truhe mit 20 Gold. Ein Skelett, was nichts Besonderes. Au! Ich hoffe für dich, dass du eine Frau gewesen bist. Nee, das hört sich asozial an. Ich hoffe für dich, du warst schon tot, als dieser Stein kam. Wir wollen ja korrekt bleiben, ne? Frauen verspüren unten auch Schmerzen. Ach, das ist nur ein Skelett. Wow. Oh, da ist ein Zombie. Ich weiß nicht, ob der irgendwas Besonderes kann. Außer viel auszuhalten. Aber wir haben unser Schild. Also der Blut ist ganz schön. Alles klar, der Zombie ist auch weg. Totes Fleisch nehme ich nicht mit. Knochenmehl, Streitachs, 3 Schaden nehme ich auch nicht mit. Also wenn das alles war, ne, bin ich echt von dir enttäuscht. Wermut. Oh ja, oh Gott. Ich feiere das so, weil wir überhaupt Gold brauchen. Ich will nämlich echt in Anvil dieses Häuschen da haben. Denke ich mal, dass ich das haben möchte. Denn Anvil gefällt mir. Das ist echt eine coole Stadt. Wow. Hilfe, eine Ratte. Ich habe keine Dietriche, natürlich. Dietriche brauche ich auch unbedingt. Ich müsste auch mal irgendwie Schlösser knacken hochbekommen. Aber ich weiß nicht, wo ich Dietriche habe. Ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. In Skyrim habe ich die mit meinem Schurken, mit meinem Dieb. Ja, ich sag Schurken. Passt, glaube ich, besser. Im Übermaß. So viele Dietriche, die ich gar nicht nutzen kann. Ich habe noch nicht, deswegen habe ich auch da nicht geskillt, dass die nicht mehr abbrechen, aber oh, das gefällt mir nicht. Hier keine einzigen. Ich meine, ich komme hier auch nicht klar, nur wirklich. Ich weiß auch nicht, wie hier das so wirklich funktioniert. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Da ist ein Dietrich gerade, wenn wir davon sprechen. Wird ziemlich unanfällig gegen
normaler Angriff, aber ich schätze mal, Magie wäre extrem stark gegen Zombies. Aber ich will nicht auf Magie spielen. Ich kämpfe erstmal mit Schwert und Schild. Und das gibt uns ein Level. Je häufiger wir auf die einprügeln, desto mehr Skill bekommen wir ja, ne? Und Skill heißt Level. Und Level heißt Skillpunkte. Und Skillpunkte heißt überleben. Werde besser. Au, au, au. Aua, 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 das tut weh. Sehr schön. Da habe ich mich gerade ein bisschen blöd angestellt. Heile uns noch mal ein bisschen, allein weil es Skillpunkte gibt. Nicht genug Mana, oder? Oh, das hat weh. Oh, das hat weh. Eisenpfeile. Ich finde es blöd, dass die Pfeile hier Gewicht haben. Ich würde die ansonsten mitnehmen. Aber da ich nicht auf Pfeil und Bogen spiele, lohnt sich das auch nicht. Finde ich persönlich. Es lohnt sich einfach nicht. Die sind einfach zu schwer. Wir speichern mal schnell. Denn ich sehe die Folge eigentlich auch wieder um. Die Zeit ist vorbei. Deswegen, wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bei The Elder Scrolls 4 Oblivion, euer Yannick. Ciao.